Es geht um 25.000 Euro und es geht um den Titel Hobbykoch des Jahres. Das ist die Woche der Entscheidung. Ich bin die Graziella, ich bin 33 Jahre, komme aus Offenbach und bin Assistentin der Geschäftsführung im Baustoffhandel. Graziella sieht sehr lecker aus, aber ist ein bisschen, glaube ich, sensibel. Ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch, das hat man ja in den letzten Sendungen auch mitverfolgen können. Ja, ich bin immer noch der Marco, komme immer noch aus Berlin, 37 Jahre und freue mich riesig auf die Sendung. Sehr sympathisch und macht mir einen sehr entspannten Eindruck. Die anderen kleinen Jungs sind vielleicht noch ein bisschen nervös. Mal schauen. Ich bin der Tobi, ich bin 23 und ein Student aus Mannheim. Unser Tobi aus Mannheim, das ist so eine richtige coole Socke, finde ich. Ich bin, glaube ich, ein bisschen nur der junge Wilde und kann einfach mal das Feld von hinten aufrollen. Mein Name ist Karin Hämmerle, komme aus Lustenau, bin 50 Jahre alt und bin von Beruf technische Redaktionsassistentin. Unsere Karin aus Österreich steht mit beiden Beinen im Leben. Das ist eine richtige Frohnatur. Ganz Lustenau ist bei uns im Aufruhr. 20.000 Menschengemeinde, jeder Zweite. Habt ihr gehört? Die Karin, die hat das gewonnen, die kommt jetzt ins Finale. Christian Stübinger, genannt Stübi, bin Radiomoderator, wohne in Hamburg und bin 28 Jahre alt. Stübi ist, glaube ich, unser Underdog in der Gruppe. Hab jetzt mich das erste Mal wirklich relativ gewissenhaft vorbereitet. Gehe eigentlich mit so einem ganz guten Gefühl rein und das macht mich ein bisschen skeptisch. Mein Name ist Tobias Zwick, ich bin 28 Jahre, komme aus Augsburg und bin Berater für IT. Der macht das sehr strategisch, der ist selbstbewusst. Mir geht's gut, etwas angespannt, jetzt wird's ja doch langsam ernst. Um wirklich objektiv und sehr sachlich den Hobbykoch des Jahres zu küren, haben wir Köche mit 13 Michelin-Sternen eingeladen. Alexander Herrmann ist mein Juror, das trifft sich ja sehr gut, denn bei mir gibt's einen Blue Cheeseburger, sprich schönen Gorgonzola. Deshalb werde ich mich bemühen, auf meinem Gratin sehr wenig Käse zu verwenden. Meine Erwartungen sind schon hoch. Also bei diesen 6 Teilnehmern erwarte ich heute, dass mindestens 3-mal ich das Gefühl habe, steinreif. Vielleicht sogar Sterneküche. Wenn man überlegt, dass diese Kandidaten 214 weitere Kandidaten hinter sich gelassen haben, da könnt ihr sagen, das sind für mich alles Sieger. Und das hier ist wirklich Champions League. Für mich. Ja. Ich gratuliere. Komm her. Yay! Die Elite am Herd bei der Küchenschlacht. Jawohl! Das ist der gebührende Applaus, liebe Zuschauer, für diese Woche. Denn in dieser Woche geht es um den Küchenschlacht Hobbykoch des Jahres und es geht um 25.000 Euro. Und schauen Sie mal hier. Das sind die wahren Helden der Küchenschlacht. Die haben über 200 Kandidaten hinter sich gelassen. Und jetzt geht's ans Eingemachte, Leute. Jetzt bin ich gespannt, wer diese Woche am Ende der Hobbykoch des Jahres der Küchenschlacht sein wird. Ich wünsche euch viel Erfolg. Heute ist Montag. Heute gibt's ein Gericht, der Signature-Tisch. Macht bitte das Beste draus. An die Töpfe fertig. Los! So. Ja. Also, ich persönlich fühle mich sehr geehrt, dass ich diese Woche moderieren darf. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer zu Hause und auch hier im Studio, es wird sicherlich viele interessante Momente geben. Denn alle Kandidaten, die hier sind, die können exzellent kochen. Die sind heute zum 11. Mal hier in der Küchenschlacht. Zum 11. Mal hier an dieser Küche. So, jetzt wissen wir, was es gibt. Es gibt 25.000 Euro. Wir wissen, dass heute Alexander Herrmann kommen wird als Juror. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ein sehr exzellenter Koch, der eine absolut feine Nase hat. Wir wissen auch, dass einer der 6 Kandidaten aus Berlin kommt. Marco Dietrich. Herzlich willkommen. Lieber Marco. Ja. Du warst am Anfang des Jahres der erste Champions League-Gewinner, nämlich beim Alexander Herrmann. Ist schon eine Zeit lang her. Ist schon sehr lange her, stimmt. Signature Dish, das heißt zu Deutsch, es ist dein Lieblingsgericht oder dein Aushängeessen, das eine gewisse eigene Sprache von dir trägt. Hm. Was ist das heute? Also ich mache heute ein Surf and Turf von Lammlachs und Garnele. Dazu gibt es ein Petersilien-Limetten-Risotto
Und einen Kürbisschaum und so ein bisschen was Frisches noch. Hier haben wir so ein paar Wildkräuter. Die mache ich so ein bisschen mit einem Dressing an. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Ja. Also Surf and Turf. Leider ein wenig Laienküche, sage ich jetzt brutal so. Darf unterm Jahr gerne stattfinden. Die Kombination grundsätzlich geht schon mal, aber ich würde die aus kulinarischer Sicht nie als perfektes Highlight sehen. Hast du geübt? Also ich koche eh recht viel mit Freunden alleine für andere. Da ist man schon geübt, was so die Zubereitung von Lebensmitteln natürlich betrifft. Und dann ist es dann auch egal, ob man jetzt irgendwie einen Erbsenpüree macht oder einen Kürbismus oder einen Weißweinschaum oder einen Kürbisschaum. Das sind so dann Abläufe, die sind natürlich irgendwo drin, die kann man, und dann kann man adaptieren einfach zu. Da ist deine Küche, guck mal. Nee, das ist nicht meine Küche, da hat mich ein Freund eingeladen, der in einem Restaurant arbeitet, bei ihm zu testen. Und ja, das Angebot habe ich angenommen und das haben wir dann, das war letzten Donnerstag, ist gar nicht mehr so lange her. Haben wir da dein finalen Gericht Probe gekocht. Und ich hoffe, wie ging's? Ja, es war recht schwierig, aber es war aber gut. Jetzt pass auf, jetzt sind wir erstmal am Montag. Jetzt machst du erstmal den Tisch heute und dann schauen wir weiter, ja? So machen wir. Viel Freude, schön, dass du da bist und viel Erfolg! Ja, wir haben zwei Damen in dieser Woche. Und wir freuen uns auf Graciela Marzi. Herzlich willkommen. Marzi. Wie heißt das richtig? Marzi. Macri, okay. Ja, ich muss meinen Namen noch mal korrigieren. Der heißt Macri, gell? Genau. Genau. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ja? Ich bin überraschenderweise nicht so nervös wie in den zwei Folgen davor. Warum? Vielleicht wegen der Übung. Hast trainiert zu Hause? Nee, ich meinte die Übung jetzt schon das elfte Mal dabei hier zu sein. Was machst du heute? Ich mache, meine persönliche Handschrift ist italienisch. Ich mache ein Lammstielkotelett. Dazu gibt es Caponata. Das ist so die italienische Variante vom Ratatouille, sage ich immer. Ja, ja. Und eine gebratene Polenta und eine Rotweinreduktion. Ah. Ich gratuliere erstmal zur Aromakombination. Da gibt es nichts drüber zu meckern. Aber bei der Polenta, gebratene Polenta heißt, erst quellen, dann stürzen. Von mir aus glatt streichen, abkühlen, dann schneiden, dann braten. 35 Minuten, das ist auf alle Fälle eine handwerkliche, wirklich ja, Herausforderung. Gebratene Polenta heißt ja, das ist, der Polenta wird sehr stark gekocht. Genau, dann wird er in Würfel geschnitten und dann gebraten, oder? Genau, ich mache ihn in Scheiben. Okay. Man muss halt aufpassen. Wie ist das Verhältnis Flüssigkeit zu Polenta, Chris? Wenn der gebraten ist? 1 zu 3. Wenn man den flüssig macht, meine Damen und Herren, ist es ungefähr 1 zu 8. Und wenn man den schneidet, ist es 1 zu 3, gell? Ja. Und wird nachher in der Pfanne gebraten. Genau. Dein Vater Italiener, deine Mutter Spanierin. Genau. Und jetzt kochst du beide sozusagen, oder wie? Hauptsächlich Italienisch. Ich koche eigentlich. Also heute koche ich Italienisch, aber zu Hause koche ich gerne international. Also auch mal Deutsch, mein Freund ist ja Deutsch. Oder auch mal orientalisch, weil ich die orientalischen Gewürze sehr mag. Also da gibt es sehr viel gemischtes Essen. Und sie kommt aus Hessen, nämlich aus Offenbach, genau, oder? Genau. Ja, schön, dass du da bist. Viel Erfolg. Danke. Alles Gute, Graciela. So, jetzt kommen wir zu Tobias Zwick. Herzlich willkommen aus Bayern. Hallo Johann, grüß dich. Tobias kommt aus Augsburg. Ja, genau. Da gibt es auch einen tollen Fußballverein, da bist du auch Fan von, gell? Ja, so ist es. So ist es, aber darüber sprechen wir erstmal nicht, sondern wir sprechen heute übers Kochen, mein Lieber. Mhm. Was gibt es? Ich mache heute Steinpilz Tortelloni mit einem Frühlingslauch-Kokos-Süßchen. Und drüber gibt es dann noch ein Walnuss-Thymian-Crumble-Brösel. Wahnsinn! Vorweg eins ist ein Mädchen. Eindeutig. Also ich finde, dass die Mixtur ganz klar mir sagt, da ist, bleibt dabei, ein Mädchen, die handwerklich sehr gut arbeiten kann, die sich auf alle Fälle was zutraut und jetzt mein Bewusstsein erweitern will. Wenn das nämlich perfekt abgeschmeckt ist, dann ist es toll. Aber wenn Kokosnuss und Walnuss sind ja zwei völlig unterschiedliche Nusskontinente. Um sowas auf den Teller immer zusammenzubringen,
Also diese Fusion Cuisine, das hat auch manchmal was mit Glück zu tun. Ne? Du hast zu Hause Probe gekocht. Ja, die letzten zwei Wochen standen unterm Stern der Küchenschlacht. Also wir haben wenig anderweitig variiert, sondern es gab fast nur Küchenschlachtgerichte. Guck mal, das Bild hier, so soll dein Gericht nachher aussehen. Also wir sind dann alle Zeuge hier, ob es wirklich so aussieht. Es gibt keine schwarzen Teller, also es wird wahrscheinlich nicht so ausschauen. Kann ich gleich mal sagen. Ja, aber daran scheitert es nicht. Aber es sieht sehr gut aus, oder? Ja. Muss man sagen, großartig. Ja, ganz kurz noch vielleicht... Was ist das besonders schwierig an diesem Gericht? Eigentlich ist nichts schwierig dran. Es fällt und steht mit dem Equipment. Ich hatte hier in der Küchenschlacht schon Probleme mit der Nudelmaschine. Ich hoffe, dass sie mich heute nicht im Stich lässt. Wenn das klappt, bin ich recht zuversichtlich. Gut, wir sind auch zuversichtlich. Schön, dass du da bist. Viel Erfolg, mein Lieber. Danke. Tobias. Ja. Wir freuen uns auf den Hamburger Lokalmatador. Hier ist Christian Stübinger. Hallo. Dann mach's einmal auf. Noch ja, bitte. Er ist vom Beruf Radiomoderator hier in Hamburg, glaube ich, eines sehr bekannten Senders und war auch bei mir einmal beim Kochen in der Küchenschlacht. Christian, wie geht's dir? Mir geht's gut und wir hatten auch großen Spaß damals zusammen, oder? Ja, ich finde schon. Genau. Ich muss sagen, du warst jeden Tag souverän beim Kochen, du hast es souverän gemeistert, du hast nur immer das Glück gehabt, dass einer schlechter war als du. Das ist das ganze Geheimnis. Nee, so ist es schon. Nee, aber eins muss ich dir sagen, ich bin noch nicht schlau geworden. Entweder spielst du damit, du bist ein richtiger Underdog oder du hast wirklich den totalen Ehrgeiz. Beides. Also ich bin glaube ich, ein Underdog. Aber bin natürlich auch ehrgeizig. Also ich komme ja nicht hierher, um absichtlich zu verlieren. Nee, das ist klar. Ne? Deswegen, also ist sicherlich beides. Aber Underdog bin ich, aber trotzdem habe ich natürlich, ich hisse nicht freiwillig die weiße Fahne sozusagen. Nee, auf keinen Fall. Das wäre schlimm, auch zu schade. Ne? So. Zunächst mal, bevor wir über den Radiosender sprechen, was gibt's denn heute? Heute gibt es Blue Cheeseburger mit einem Kürbislauchgratin. Und rote Beete Orangensalat. Blue Cheeseburger mit rote Beete Orangensalat und Kürbislauchgratin. Blauschimmelkäse. Als Burger? Super. Oh Gott. Ja. Ich werde mich total auf diesen Burger freuen. Ich werde es auch genauso probieren. Kürbis-Lauchgratin. Also mit irgendetwas muss man den Kürbis und den Lauch dann überbacken. Es geht nicht wie bei einer Kartoffel einfach im Ofen. Und da bin ich gespannt. Also geschmacklich passt alles wunderbar zusammen. Die Frage ist nur, warum soll ich einen Burger mit einem Gratin servieren? Erste Frage ist, von wem kommt die Idee Blue Cheeseburger? Blue Cheeseburger, gut, von wem kommt die Idee? Von mir, ne? Von dir, ja. Weißt du eigentlich, dass Alexander Herrmann kein Käse isst? Ja, aber ich wusste vorher nicht, dass er Juror ist. Das ist natürlich großes Pech. Aber vielleicht kann ich ihn ja heute dafür begeistern. Das ist mein Ziel. Ja, das werden wir mal gucken. Der ist Profi genug. So, jetzt, mein lieber Christian. Deine Zuhörer wissen ja, dass du jetzt hier bist. Ja. Was haben die dir berichtet? Aber mittlerweile also, sind wir ein richtiger Kochsender geworden. Ich habe das natürlich öfter mal erwähnt, dass ich hier dabei bin und gab viel auch ganz gutes Feedback und die Leute verfolgen das interessiert. Also ich habe auf jeden Fall meinen Horizont durch die Küchenschlacht erweitert und ich glaube auch den des Senders so ein bisschen. Also wir sind ein bisschen ich war jetzt selber auch mal da, hatte das Glück da, mit dir mal ein paar Gespräche zu führen. Ja, du hast das großartig gemacht. Also, naja, gut, großartig, so. Wichtig ist, dass du das heute großartig machst, denn es geht um 25.000 Euro, mein Lieber. Ja, gib Gas. So. Ja, hallo. Aus Mannheim, Tobias, Tobi Beck, herzlich willkommen. Man hat mir gesagt, du bist so der Cool Man, der ganz Gelassene. Stimmt das? Nee, eigentlich gar nicht. Also vor jeder Show bin ich eigentlich der Nervöseste von allen.
Ja? Also weiß nicht, wer dir das erzählt hat. Na ja gut, man hat mir das so berichtet. Nee, eigentlich nicht. Also ich bin schon immer sehr nervös davor, weil ich einfach das, weil ich sehr ehrgeizig bin und es auch so hinkriegen will, wie ich eigentlich will. Ja. Aber ja, weiß ich nicht, wer das dir erzählt hat. Dann erzähl mir jetzt erstmal, was machst du heute? Ich mache heute einen Kabeljau, den ich pochiere mit einer zitronigen Buttermilch. Mach Nori-Verfalle selbst und so eine Schlotze aus Salikon-Algen und Buchenpilze. Also, jetzt müssen wir mal langsam den Zuschauern ein paar Dinge erklären, ja? Also fangen wir an hier mit diesem Salpicon da, ja? Ja, auch Meeresspargel oder Queller genannt, wie es im Rezept heißt. Nicht immer zu bekommen. Ja, mittlerweile aber doch bei vielen Fischhändlern, glaube ich. Also so, das heißt bei dem kleinen Fischhändler bei uns in Mannheim, der hat den eigentlich jetzt mittlerweile echt immer da. Okay, was gibt's? Also das gibt's dazu. Dann gibt's diese Buchenpilze, das genau. Gibt hier. Und aus dem mache ich praktisch wie eine Soße, also eine ganz schlotzige Soße. Ja, die habe ich ein bisschen in wenig Öl heiß geröstet. Die werden dann da drunter und dann werden praktisch die Nori-Verfalle dann nochmal durchgeschwenkt. Das kommt unten in so einen tiefen Teller und dann der Fisch aufgesetzt und ein bisschen von dieser Buttermilch nur über den Fisch. Das ist praktisch wie, als würde ich Zitronensaft über den Fisch machen, nur dass es so ein bisschen mehr Cremigkeit von... Buttermilch. Genau. Und du hast hier schon Wasser vorbereitet, um den Fisch zu pochieren. Ja, da würde ich eigentlich gerne auf irgendwie zwischen 70 und 80 Grad kommen. Du bist jetzt bei was bist du jetzt hier? Bei 82, oder? Ja, links, genau, links. Ja, 82 Grad. Ja, ich weiß, aber ich muss aber auch... wenn du musst überlegen, wenn da jetzt der kalte Fisch reinkommt, dann killt das Wasser auch ab. Das macht nichts. Wenn es ein paar Grad wärmer ist, stimmt, hast recht, ja. Dann geht's runter und dann hast du exakt 72 Grad. Das wird so sein. Ja. Läuft alles zufriedenstellend? Ich denke doch schon, ja. Der Teig sieht ganz gut aus. Ich hoffe, damit komme ich hin. Den mache ich jetzt dann auch bald. Nori-Verfalle. Also Nori ist ein Algenblatt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man aus diesem Nori, also aus dieser Alge, eine Verfalle formt. Oder man macht einen Nudelteig, wo die Algen mit drin sind. Ich hoffe, letzteres. Das hast du fein gemahlen, oder? Das Nuri-Blatt? Genau, ja. Einfach in der... Das Nuri-Blatt fein gemahlen und dann hast du daraus einen ganz normalen Nudelteig gemacht. Also ja. Im Prinzip ist es ein Algenteig, kann man so sagen. Ja. Ein Meeresalgenteig. Genau, ja. Mhm, das riecht auch so, genau. Woher kommt das Rezept? Das habe ich mit einem Freund zusammen ausgetüftelt. Also wir wollten unbedingt was... Also ich wollte unbedingt was wegen Meer machen, weil ich ja gerade in Lissabon bin. Und da haben wir uns gedacht, komm, machen wir einen schönen Nudelteig mit der Nori-Verfalle und eben den Fisch dazu. Und es passt einfach lecker und ist so eine schöne Meereswumme, sage ich jetzt mal. Und schmeckt einfach lecker. Also es ist wieder so ein Gericht, wo man mit dem Löffel durchgeht und es einfach gut schmeckt am Ende. Man muss überzeugt sein von dem, was man kocht. Sehr gut, mein Lieber, Tobias. So, ja. Sie haben sicherlich schon festgestellt, dass wir zwei Damen haben. Wir freuen uns auf eine Dame aus Dornbirn in Österreich, die Karin Hämmerle. Herzlich willkommen. Hallo. Ja. So, liebe Karin, jetzt erzählst du mir, was wirst du machen heute? Ich mache halt einen Zwiebelrostbraten mit Blaukraut und Kartoffelgratin. Bevor ich das vorlese, möchte ich Folgendes nochmal sagen. Champions Week. Das Finale. Jetzt wird entschieden, wer in den nächsten paar Tagen Hobbykoch des Jahres 2016 wird und 25.000 Euro gewinnt. Signature Dish ist die Aufgabe. Und jetzt gibt es Zwiebelrostbraten mit Kartoffelgratin und Rotkraut. Kann man Rotkraut in der kurzen Zeit kochen? Ja, man kann. Es man muss kann. Sehr fein geschnitten sein. Es muss immer stark kochen. Ja? Ja, mein Gott, ich habe es versucht. Es hat geklappt, haben wir es auf die Liste genommen. Okay, und das ist jetzt der berühmte Zwiebelrostbraten. Genau. Eine Spezialität aus Österreich, mit Senf bestrichen, mit Pfeffer und mit Mehl meliert. Genau. Muss der so dick sein? Ich mag ihn gern so dick, weil ich ihn gerne Medium bzw. Medium Rare serviere. Also du heißt, das Fleisch wird auch medium gebraten, schön zart, also rosa, das hoffentlich, ist nicht zu, genau. Hoffentlich. Und die Zwiebel hackst du jetzt? Das sind die für die Soße. Das wird, ich mache aus dem anderen mache ich dann, das hoffentlich nicht anbrennt, mache ich Zwiebeln, die ich mit Bier ablösche und mache die Soße dazu. Und es gibt natürlich auch frittierte, melierte Zwiebeln. Du machst dazu. Bier rein, ja? Ja. Ist das typisch beim Zwiebelrostbraten, Bier? Das ist ich weiß nicht, ob es typisch ist, aber ich koche gern mit Bier, weil ich gerne auch Bier dazu trinke. Und dann habe ich mal das probiert und habe einen Schuss rein und war lecker. War lecker? Ja. Und weißt du was, ich trinke gerne Bier. Ja, aber ich trinke immer auch Bier zum Kochen. Also.
Sehr anspruchsvolle Rezepte. So, bei Graziella sehen wir zwei Dinge. Einmal sehen wir Polenta ausgestochen. Das heißt, ja, du hast ihn zwischenzeitlich gekocht, ausgerollt oder wie? Oder flach gedrückt und dann? Flach gedrückt und dann genau ausgestochen. Ausgestochen, wird jetzt gebraten. Ja. Und das ist jetzt hier das berühmte... Das ist die Caponata. Caponata, das berühmte italienische Ratatouille, ja? Ja. Meine Damen und Herren, bis jetzt... Eins. Tobias, wir kommen genau zur richtigen Zeit. Jetzt machst du uns die Ravioli, ja? Oder die Tortelloni, genau. Du hast einen Nudelteig aus was gemacht? Ein ganz einfacher Nudelteig aus Mehl und Ei. Das war's. 100 Gramm Mehl, ein Ei. Mhm. Und eine Prise Salz. Prise Salz. Und die Maschine, habe ich jetzt gesehen, hat auch ihren Dienst erwiesen. Ja, ich bin etwas vorbelastet, was die Nudelmaschinen hier in der Küchenschlacht angeht. Ja, aber du siehst, es geht doch. Manchmal geht's. Heute geht's, ja, ist gut. Ja. Wir haben uns bei der Finalwoche natürlich nicht lumpen lassen. Gell? Sogar eine richtig ordentliche Nudelmaschine hingetan hier. So, so, was kommt da rein? Ich habe hier schon mal die Füllung vorbereitet. Steinpilze angebraten mit etwas Schalotten in Butter. Etwas Frischkäse zugegeben und gehackte Petersilie, Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und da kommt jetzt jeweils ein Klecks auf diesen Nudelmond hier und dann falte ich die zu Tortelloni. Ja. Sag mal, das Verhältnis jetzt hier für mich nochmal Nudelteig zur Füllung. Ja. Muss das so sein? Ja, soll ja ordentlich was dran sein. Also du meinst genug Teig? Ja. Ah, daher kommen ja auch die Maultaschen. Viel Teig, wenig Füllung, oder wie? Mhm. Das ist die schwäbische Variante. Dann die schwäbische Variante, so. Jetzt nimmst du Wasser. Genau, streiche die Ränder ein. Und dann? Dann klappe ich das hier zum Halbmond. Ja. Dass auch möglichst keine Luft drin ist. Schön zusammen, dass das auch hält. So. Muss der Teig so dick sein? Ja, ich mache den schon immer so dick, ja. Ach so, okay. Kochst du dann etwas länger. Dann klappe ich diese Seite nach oben und führe den Teig hinten zusammen. Und... das ist dann der Tortelloni. Und schon haben wir hausgemachte Tortelloni. So, Christian. Ja. Blue Cheeseburger. So, oder beziehungsweise. Wie heißt das? Christian Gorgonzola, oder wie? Genau, Gorgonzola im Prinzip, ja. Gorgonzola, genau. Das heißt, du hast jetzt was da genau? Das sind normale Patties, sag ich jetzt mal. Der Gorgonzola-Geschmack kommt. Man kann auch ein bisschen reinreiben ins Fleisch, ja, aber ich habe Alexander Herrmann das jetzt erspart. Und deswegen gibt es nur die Gorgonzola-Soße. Der Gorgonzola schmilzt, das Ganze ein bisschen abgeschmeckt mit Sahne und Honig. Ja. Und das ist quasi dann die Soße, die ich über den Burger gebe am Ende. Das ist die Soße, die über den Burger? Nee, nicht die, das ist mein Dressing für den Rote-Bete-Salat. Okay, und das ist die Gorgonzola-Soße? Da ist noch nichts abgeschmeckt, also lohnt sich noch nichts zu probieren. Okay. Im Moment gibt es für dich hier nichts. Aber du kannst ja... hier sind drei Brötchen dahin, die habe ich schon gemacht, die Burgerbrötchen, die kannst du dir mal angucken. Burgerbrötchen selber gebacken, ich hoffe nicht, weil das in 80% der Fälle alle Sachen, die ich in der Küchenschlacht gebacken bekomme, immer daran hadern, dass vor allem das Salzgehalt nicht passt. Die Zeit mit 35 Minuten ist ganz schwierig, um da überhaupt einen Teig fertigzustellen, ihn dann auch gehen zu lassen. Ich meine, ein Burgerbrötchen muss weich sein. Das heißt, es braucht einen Hefeanteil, das muss aufgehen und dann muss es backen. Also also es wird ja wahrscheinlich selber gemacht werden müssen, weil wir sind auch im Finale und bei uns gibt es ja nichts Gekauftes, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich staune. Erzähl mal, wie gemacht. Mit Speisequark und Mehl zu gleichen Teilen, etwas Salz, Pfeffer, Backpulver und ein bisschen Rosmarin ist drin. Einfach, um noch was Spezielles drin zu haben. Aber sieht gut aus, fühlt sich gut an, ist nicht schwer, scheint locker zu sein. Und jetzt gebe ich dir noch einen Tipp zum Schluss. Die Soße machst extra, damit dann der Alexander nur die Soße extra probiert, nicht drüber kippen vielleicht. Okay. Keiner Tipp, ja, ist besser vielleicht, oder? Okay, ja. Dann kann er probieren, wenn er will, die Soße probieren oder nicht. Ja. Tobias. Ja, bitte. So, ich sehe hier deine Nudel, wie sagt man das, Schleiferl oder wie? Verfalle habe ich jetzt mal genannt. Ja, okay, Verfalle. Ja, ich hab vergessen, Wasser aufzustellen, um die Nudeln zu kochen. Aber es kommt langsam und ich glaube, die brauchen ja eh nur, das sind ja frische Nudeln. Nee, die brauchen maximal eine Minute, das geht sehr schnell. Denke ich auch. Und jetzt müssen wir den Zuschauern zeigen, vorbildhaft, was er hier macht. Er hat da vorne den Fisch, nämlich hier den Kabeljau, eingeschweißt in einem Vakuumbeutel.
und leg den jetzt hier in den. Wie viel Grad hast du? 68. Warte mal. Links. Oh, nee. Ist irgendwas verstellt? Das Fahrenheit. 80er, Grad. Perfekt, genau. Siehst du hier, so gab man perfekt Fisch, meine Damen und Herren. Da kommt ein Aroma dazu. Sehr gut machst du das, ja? Danke. Hier musst du aufpassen, Tobi. Ja. Das ist, die Soße ist abgehauen, ja? Und zwar, du siehst hier. Das ist nur eine Schlotze. Das dann ja, aber du siehst, das, ist, das Fett hat sich getrennt. Ja. Soll das so sein? Das ist wie wenn man Nudeln in Butter schwenkt. Weißt du, was ich meine? Also ja. Aber wie gesagt, ich finde, dass das Fett ein bisschen so sehr. Was aber das musst du wissen. Aber ja. Ich finde es ein bisschen. Vielleicht zum Schluss kalte Butter reinrühren, damit es leicht wieder bindet, ja? Okay. Nur ein Tipp von mir. Kannst machen, was du willst. So. Karin. Ja. Ich liebe Zwiebelrostbraten. Von meiner Oma war das immer der absolute Traum. Wie ist dann der hat sie mir sicher eine sehr hohe Latte gestellt, diese gute Frau. Ja, aber ich darf es ja nicht probieren. Ich darf es nicht probieren. Alexander, komm doch, mach das mal. Ja, heute. Aber darf schon mal probieren. Also so. Ich bin doch nicht so dick. Wie weit ist das Rotkraut? Mit dir. Rotkraut fertig? Soweit. Der letzte Abschliff fehlt noch. Was heißt das? Die Farbe. Einmal kurz abschmecken. Die Farbe ist gut. Ja. Sehr intensiv. Sehr sauer. Intensiv, was ist das? Ja, ich weiß das nicht, hoffentlich nach Blaukraut, wie es sein soll. Ja, aber es ist irgendwie so Wein oder was ist denn das? Ja, Portwein. Ah, Portwein. Deswegen, Portwein, okay. Ja. Ich würde es nochmal nachschmecken, gell? Ja, mache. Denk dran, das Ziel heißt am Freitag Hobbykoch des Jahres der Küchenschlacht und es das heißt auch 25.000 Euro für euch, ja? Ich habe sie noch nicht in der Tasche, aber am Donnerstag nehme ich sie damit, zeige ich es euch mal, ja, wie sie aussehen. So, jetzt noch ganz kurz schauen, das Finale jetzt, der Risotto-Reis ist hier fertig. Kann noch ein bisschen durchziehen. Abschmecken gut, ja, immer ja. Gut würzen, das muss ein bisschen abgeschmeckt werden. Parmesan, die Garnelenbraten, Marco. Wir haben noch 3 Minuten und ich sehe hier, jetzt wird langsam die Nervosität etwas größer und Stübi ist schon wieder am Basteln mit was? Salat. Das ist mein Rote-Bete-Salat, ja. So klein. Okay, ja. Ich frage nichts. Anrichten langsam, denk dran, das Fleisch schön braten hier. Graziella, dass es schön saftig ist. Deine Garnelen sind gebraten hier, nicht zu fest lange braten. So, jetzt wird's hektisch, oder? Jetzt wird's spannend, Leute. Die nehmen wir gar nicht mehr wahr, dass ich da bin. Die sind alle. So. Wie schaut's aus? Anrichten, jawohl. Tobi fängt an anzurichten. Bei dir anrichten auch, gell? Jetzt langsam. Rotkraut hast du abgeschmeckt nochmal? Ja, aber wird nicht besser. Wird nicht besser? Nein. Es ist extrem, extrem stark gewürzt. Also ich würde nochmal einen Apfel. Hast du Apfel da? Ja. Reiben Apfel rein, ist rein, drin, dass, ist ein bisschen, drin. Dass ein bisschen milder wird, ja? Milder. Das ist so intensiv. Die letzten 2 Minuten und das ist der erste Tag bald rum in der großen Finalwoche der Küchenschlacht und alle sind hier voll konzentriert und wollen einen schönen Teller anrichten. Tobias macht es so wie zu Hause, man hat es vorhin gesehen, eine Bahn auf den Teller mit der grünen Soße aus Frühlingslauch und Kokos, dann die Tortelloni hier oben drauf. Und jetzt? Was schauen noch mit in den Tortelloni? Schauen rüber. Wart noch bis zum Schluss mit dem Schaum, nicht, dass der zusammenfällt, gut. Bis alle fertig sind. Ich sehe hier bei Marco schon das Risotto auf dem Teller. Hast du dir wehgetan? Ja. Reingeschnitten? Genau. Au weh. Das ist aber schlecht jetzt, am ersten Tag schon, gell? Aber riecht schön an, bitte, wenn du was brauchst. Mach das schön drauf alles. So, anrichten schön jetzt. Stübi, wo bist du? Die letzte Minute, Leute, ist jetzt dran. Schön anrichten. Rotkraut anrichten, Rostbraten, Gratin. So ein Gradierer braucht man. Da hinten rechts. Da hinten links, da. So, schön anrichten, die letzten 30 Sekunden, Anri.
ich den Leute fertig machen. Jawohl, Tobias, sieht sehr schön aus. Tobi, auch bei dir. Der Fisch ist gut, schöne Soße drauf. Rostbraten drauf. Soße nicht vergessen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der Strom ist aus, es geht nichts mehr, kein Strom mehr ist da. Also ihr müsst jetzt nur noch nach vorne bringen. Und Stübi, was machst du da hinten? Komm, anrichten, vorbringen. Zack. Also, nochmal einen Applaus für alle Kandidaten. So, jetzt sehen wir erstmal hier von Tobias diese Steinpilz-Tortelloni. Das könnte man in jedem Gourmet-Restaurant servieren. Ich muss sagen, das sieht gut aus. Ob der Teig zu dick oder zu dünn ist, das wird sicherlich jemand anders entscheiden. Hier haben wir von unserer österreichischen Freundin, nämlich von der Karin, den Zwiebelrostbraten. Ich finde nach wie vor, das Fleisch ist relativ dick. Aber das Rotkraut, glaube ich, ist jetzt besser mit den Äpfeln. Dazu ein Gratin, da hat ein bisschen die Hitze und die Zeit gefehlt. Unser Christian aus Hamburg hat einen Teller gezaubert, der reichlich zumindest mal Inhalt hat. Ja, wie soll ich sagen? Abwarten. Schauen wir mal. Erstmal ein Riesenkompliment an euch. Habt wirklich gekämpft und ja, ob das Kämpfen genutzt hat, weiß ich nicht. Aber er wird es beurteilen. Ich freue mich auf ihn. Hier ist er, Alexander Herrmann. Handwerklich habe ich das Gefühl, ist die Person hinter dem Burger, wenn dieses Brötchen selbst gemacht wird, am meisten zu tun, mit dem größten Risiko. Respekt davor. Vom Geschmack her, die Steinpilz-Tortelloni, da ist nichts dazwischen. Entweder es ist von den Aromen her so gewählt, dass du sagst, was soll das jetzt bedeuten, oder du sagst, vielen herzlichen Dank für die neue Offenbarung. Steinpilz-Tortelloni mit Frühlingslauch-Kokossoße und Thymian-Walnussbröseln. Wie beim Nobel-Italiener. Handwerklich wirklich richtig schön gemacht. Schauen wir mal, wie der Teig ist. Ja, könnte hier vielleicht noch ein Ticken zu teigig sein. Einfach mal probieren. Also es ist sehr gut abgeschmeckt, sehr gut. Kein Gramm Salz, zu viel oder zu wenig. Also ich hatte so ein bisschen Angst, wie wird jetzt nachher Walnuss und Kokosnuss zusammengehen. Aber mein erster Moment, was ich bei diesem Teller einfach spüre, perfektes Handwerk. Es ist auch irgendwo eine Form von Leibgericht. Aber vor allem geht es ja um Signature Dish und genau hier habe ich eine Visitenkarte, die im ersten Moment, wenn man das so probiert, wirklich hervorragend ist. Surf und Turf von Garnele und Lammlachs mit Kürbis, Ingwerscham, Limetten-Petersilie-Sorte und Wildkräutersalat. Gut. Ja, fangen wir mal hier natürlich bei den Garpunkten mal an. Das ist ja etwas, was man normal hier... Ich meine, wir sind im großen Jahresfinale. Da braucht man eigentlich über Garpunkte gar nicht mehr reden. Ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich es getan habe. Bei gebraten ist es perfekt. Und an diesem Lamm hängt einfach noch so Soße und Püree. Und das muss ich sofort probieren, weil... hervorragendes Aroma. Also diese Soße, die vielleicht jetzt nicht ganz Schaum ist, aber Kürbis, sowas fällt Kürbis, einfach mal ja zusammen. Aber das Aroma zusammen mit dem Ingwer und der Kürbis, das ist etwas, was mir wirklich... Oh, ja, da müssen wir vielleicht doch noch mal ganz kurz über den Garpunkt reden. Also das ist grenzwertig. Aber gut aromatisiert. Punkt.
Schauen wir uns mal hier das Risotto an. Hat dann ist mal einen kleinen Tick nachgezogen, aber sicher etwas schlotziger. Man schmeckt die Petersilie, sie ist aber nicht muffig. Die Limette holt es ab, Risottokörn gut gegart. Kompliment allein für das Risotto. Schauen wir weiter. Zwiebelrostbraten mit Kartoffelgratin und Rotkraut. Rotkraut zum Zwiebelrostbraten, das ist für mich echt eine spannende Geschichte. Also das hängt jetzt schon etwas stärker an der Würze. Wirklich schön gegart. Mir gefällt auch, dass diese Zwiebeln bzw. Schalotten leicht meliert und dann knusprig rausgebacken sind. Das gibt man ja manchmal auch so, ja, so, dass sie in Butter so geschmelzt sind. Ich finde, der Zwiebelrostbraten ist immer besser, wenn es knusprig gemacht wird. Kartoffelgratin. Fein, sauber, ordentlich. Schauen wir weiter. Blue Cheeseburger mit Rote Beete, Orangensalat und Kürbislauchgratin. Das ist das Gratin hier. Mhm. Bei dem Gratin tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Schauen wir mal uns, wie der Salat jetzt geworden ist. Ja. Die rote Beete ist gut gerettet. Ist dieses Brötchen, ja, sieht man selber gebacken, ne? Ja, sehr gebacken. Also jetzt, wenn man sich das nur mal anschaut, da ist das wirklich ein Traum. Leicht rosa. Das finde ich wunderbar. Moment, jetzt wird ein bisschen viel. Auch wenn der Burger im ersten Moment optisch einen sagt, oh, kann das wirklich schmecken, muss ich sagen, oh ja, das kann richtig gut schmecken. Lamm-Stielkoteletts mit Rotweinreduktion. Also das Lamm ist in dem Fall wirklich etwas grenzwertiger gebraten. Aber wenn du jetzt mal siehst, wie das handwerklich noch zubereitet ist, wie der Knochen geputzt ist und so weiter, das ist natürlich auch etwas, was für mich auch Respekt und Handwerk zeigt. Und bei einem Signature-Tisch ist das auch etwas, was für mich eine große Rolle spielt. Mhm. Ja. Ah, die Carbonata ist schön, die ist nicht so tot gekocht, hat eine gute Säure. Schauen wir mal, wie jetzt die gebratene Polenta ist. Wird gleich gegrillt. Ganz klar, man merkt es schon, beim Abschmecken hat keiner mehr einen Fehler. Das ist alles bisher wirklich auf dem Punkt gut aromatisiert und was das Salz angeht, sehr schön. Kabeljau mit zitroniger Buttermilch, Nori-Verfalle, Queller und Buchweizen. Schauen wir mal, wie... Oh. Mein Gott. Wenn der Kabeljau gewusst hätte, was nachher mit ihm passiert, der wäre freiwillig ins Netz gesprungen. Das kann man nicht besser garen. Nur anders, aber nicht mehr besser. Jawohl. Die Verfalle zusammen mit den Nori-Blättern, mit dem Pilz und dem Queller, also diesen Paspier-Algen. Ich habe hier angefangen. Ich habe gedacht, das ist mein Highlight. Das ist leider ein Fehler. Das ist das Beste. Ja! Dann mit Tortellini. Weiter!
Burger. Weiter. Jetzt ernst. Nummer 4 in der Runde ist für mich wegen der Soße und der hervorragend abgeschmeckten Beilage Garnele. Jetzt wird's spannend, jetzt geht's. Ich bin ein wenig Aufwand und alles Vergleich. Es ist weder Aufwand noch ist es viel handwerklicher Unterschied, sondern ich muss in dem Fall eine Fehlnote herausnehmen. Yeah. Und das Rotkraut mit dem Kartoffelgratin, inklusive der Tatsache, dass das Rotkraut wirklich ein zu weit einreduziert ist, gebe ich jetzt mit einem kleinen Mühvorteil ans Lamm. Nein, du warst so sehr aufgeregt. Ja. Du warst so sehr im Stress heute. Ach, ihr Lieblingskind. Ich bin total zufrieden, abgesehen davon, dass ich heute sehr schlecht abgeliefert habe. Dieses Blaukraut, alles das, was da, also das hat einfach überhaupt nicht harmoniert. Und das Blaukraut war auch irgendwie so überwürzt. Ich habe auch während der Sendung schon einen Tipp gegeben, sie soll doch viel Äpfel reinreiben, damit ein bisschen diese intensive Reduktion zurückgeht. Aber ich glaube, sie hat das nicht gemacht. Also ich würde noch mal Apfel, hast du Apfel da? Ja. Reiben Apfel rein, ist drin, dass es ein bisschen milder wird, ja? Milder. Das ist so intensiv. Ich wollte es dann noch etwas abrunden, hat aber leider nicht geklappt. Ich finde es sehr schade, dass die Karin ausgeschieden ist, weil ich natürlich gehofft habe, dass wir zwei Mädels, ja, die Runde ziemlich weit rocken. Jetzt ist sie ausgeschieden, aber sie sagte schon zu mir, dass ich für sie weiter mitkämpfen soll und das mache ich jetzt auch. Danke dir. Morgen Thema auf die Füllung kommt es an. Sehr spannendes Thema, habe ich auch lange überlegt, was ich da mache. Habe mich da so ein bisschen schwer getan, habe überlegt, fülle ich jetzt irgendein Fleisch? Ich fand das Motto toll, weil man der Kreativität wieder viel freien Lauf lassen konnte und das Motto einfach sehr viel offen gelassen hat. Wahre Schönheit kommt von innen. Morgen geht's weiter beim großen Jahresfinale der Küchenschlacht. Es wird gefüllt. Wollen Sie wissen, wie man füllt? Dann einschalten. 14:15.